Guten Tag. Hallo. Hallo. In die Magnusstraße bitte. In die Magnusstraße, in Ordnung. Willkommen im Quiz-Taxi. Echt? Ja, das ist das Taxi, das die Fahrgäste bezahlt. Das heißt, ihr könnt auf der Fahrt in die Magnusstraße richtig Asche machen. Da bin ich dabei immer. Wunderbar, ihr müsst nur ein paar Fragen richtig beantworten, die ich während der Fahrt stelle. Ja, okay. Einverstanden? Ja. Wir sind jung und brauchen das Geld. Ich bin alt und fahre wie der Teufel. Spielen wir Quiz-Taxi? Ja. Muss, ja. In Ordnung, anschnallen bitte. 5,8 Kilometer bis zum Ziel. Wie wird die häufig in der Wüste auftretende Spiegelung von Gegenständen genannt? Sahara. Warte. Fata Morgana. Richtig, 50 Euro. Gleich. Auf welchem Untergrund wird bei den All England Championships in Wimbledon Tennis gespielt? Rasen. Das ist richtig. 100 Euro. Gut, Baby. Wie heißt in den deutschen Comics die Stadt, in der Donald Duck und Mickey Maus wohnen? Entenhausen, glaube ich. Jawohl! Welche Ort-zu-Ort-Transporttechnik des Raumschiffs Enterprise gelang ansatzweise auch im realen Versuch? Beamen. Das kam mit Lichtgeschwindigkeit und ist korrekt. 200 Euro. Schön. Welche Farbe hat das Fruchtfleisch der Kokosnuss? Weiß. Das ist so einfach bestimmt, aber... Weiß. Was sagst du? Weiß. Das ist eure Antwort? Oder? Guck mal, links ist braun und drin ist immer weiß. Ja, ne? Da gibt's nichts anderes. Also weiß. Ja, weiß. Ja, sicher. Ja. Richtig, 250 Euro. Und ab jetzt ist jede weitere Frage 100 Euro. Welches Tier ziert das Wappen des WWF, des Worldwide Fund for Nature? Tier. Ist das nicht der Elch? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es ein Elch ist. Total putziges Tier. Putziges? Koala-Bär. Du sagst Koala-Bär? Ich weiß nicht. Das ist doch so ein Koala-Bär gewesen. Das ist eure Antwort? Ja. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, das ist ein Koala-Bär. Das ist doch schon putzig. So ein Koala-Bärchen. Ich hab das irgendwie. Süß, ich hab das irgendwie. Ich hab das irgendwie so im Gefühl, Koala-Bär. Ja. Koala-Bär. Ja. Fast. Es ist auch. Ach, so ein Panda-Bär. Panda? Panda? Der Panda ist gewesen. Oh! Ich wusste es. 4,2 Kilometer bis zum Ziel. Welcher italienische Schriftsteller gelangte mit dem Roman Der Name der Rose zu Weltruhm? Der Name der Rose? Boah. Mal gesehen, auch die Verfilmung vielleicht? Nein, echt nicht. Nie gelesen? So. Name der Rose habe ich aber schon gehört. Meine Cousine weiß das. Glaubst du? Ja, meine Cousine weiß das. Okay. Ja, hallo. Tante Ilse. Ich bin bei so einer Quizshow dabei, ne? Und ich habe jetzt eine Frage, die weiß ich nicht. Du bist der Joker. So, und ich muss jetzt von dir wissen, weißt du vielleicht vom Roman Name der Rose, den Schriftsteller? Nee. Schnell. Schnell. Ich habe noch 5 Sekunden. Okay, dann muss ich jetzt antworten. Brauche. Okay, danke schön. Okay, ciao. Okay. Roberto Eco. Ist das wirklich? Sie haben gesagt, ich soll das sagen. Gewiss, das ist nicht ganz genau. Roberto Eco. Also, pass auf. Du hast jetzt einen Vor- und Nachnamen genannt. Ja. Yeah. Einer von diesen beiden ist richtig. Und ich gebe dir die Chance, einfach nur entweder den Vornamen oder den Nachnamen zu nennen. 50-50 Chance. Roberto. Eco habe ich Roberto schon. Roberto oder Eco? Ich glaube eher Roberto, Schatz. Und diese Antwort möchte ich jetzt in 4, 3, Roberto sagen? 2, ja, Roberto. Roberto. Nein, Eco. Oh Gott, nein. Oh nein. Und er heißt Umberto. Umberto. Umberto, oh. Eco.
So, dann passt mal gut auf. Also erst zuhören und dann kommt die Frage. Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. Heidi, Heidi, denn hier oben bist du zu Hause. Heidi, das waren Gitti und Erika. Wie heißt in der Zeichentrickserie Heidi der Hund vom Großvater? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du bist so ein Joker. Oh großer Gott. Ich weiß nicht. Die beiden hier. Was mit denen? Ich schwöre die. Meinst du die? Ich glaube der alte Mann. Entschuldigen Sie. Also wir nehmen an einem Quiz teil. Wir haben dann einen passanten Joker und wollten Sie jetzt eine Frage stellen. Eine Frage stellen, ja. Also die Zeichentrickserie Heidi, Sie kennen doch Heidi, ne? In dieser Zeichentrickserie, da gibt es ja den Opa, ne, von ja. Heidi. Und der Opa, der hat auch einen Hund. Ja. Und der Hund hat einen Namen. Josef. Ich glaube auch Josef. Ich wusste genau Josef. Ich glaube Josef. Dieser Mann hat euch den Kopf gerettet. Oh, ich danke Ihnen so sehr. 1,9 Kilometer bis zum Ziel. Welches Edelmetall wird fachsprachlich als Argentum bezeichnet? Argentum? Argentum. Argentum. Kupfer. Ja, bist du sicher? Aber ist Kupfer ein Edelmetall? Stahl? Ist Stahl ein Edelmetall? Nein. Stahl, nein. Kennst du auch ein Edelmetall? Ich kenne echt kein mehr Edelmetall. Silber? Ja, Silber ist Edelmetall. Gold auch, oder nicht? Und ich brauche jetzt eine Antwort. Kupfer. Eure Antwort? Ja, ist ja nicht. Ja, Kupfer, was soll ich sonst sagen? Ich logge Kupfer ein. Ja, Kupfer. Ja. Es ist Silber. Ich wusste es, ich wusste es. Hätte ich mal lieber Silber gesagt. Silber. Boah, jemanden nehme ich. Silber, Silber, Silber. Ich wusste, dass es Silber ist. Ich wusste es. Du hast auf Kupfer gebracht. Macht's gut. Ja, okay, danke. Danke fürs Frühstagsspielen. Ciao. Ciao. Na, ich wusste, aber ich wusste selber. Ja.